Hallo und herzlich willkommen. Heute vergleichen wir zum dritten Mal das Spiel Minecraft Pocket Edition und Eden. Wir wollen euch in diesem Video sagen, welches Spiel in welchen Punkten besser ist und welches Spiel wir besser finden, welches Spiel wir euch empfehlen. Also wir beginnen gleich mit dem ersten Punkt, dafür gehen wir in Eden. Gehen wir jetzt einfach mal in eine Welt rein. Und zwar finde ich die Steuerung besser über den Joystick. Hier kann man springen. Und wenn ihr auf einen Block zuläuft, der sich einen Block über euch, wie zum Beispiel da, dann springt er auch automatisch. Ja, kann man hier eben der Spitzhacke, wenn man drauf drückt, hier eben Sachen abbauen, seht, und da anzünden. Hier kann man eben Block auswählen oder hier Screenshot machen, ins Hauptmenü und speichern und hier so ein, seht ihr, so ein Home setzen. Und dann kann ich jetzt hier drauf drücken und hier jetzt eben bauen. So, dann gehen wir zum Minecraft Pocket Edition, gucken uns da mal die Steuerung an. So. Und zwar haben wir hier so ein Steuerkreuz und in der Mitte springt man und da springt er eben auch automatisch, wenn das ein Block über euch befindet. Ja, dann. Aber da ist die Steuerung halt nicht so gut, weil bei Eden hat man einen Joystick, dann kann man viel besser laufen. Jetzt da hat man halt nur 4 Tasten bzw. 5 Tasten, dann ist das wirklich schlecht zum Laufen. Und wenn man hier bei im Minecraft Pocket Edition kann man hier im Kreativmodus spielen. So hat man alle Ressourcen unendlich, kann fliegen. Hier kann man auch noch ein Seed eingeben, das gibt es in Eden auch nicht. Oder man kann eben Survival, dass es halt Tiere gibt, Zombies, also Tiere gibt's, Hühner, Kühe und Schafe. Die Hühner und Kühe sind auch neu hinzugekommen. Der Alpha 0.3.0. Hier muss man eben die Ressourcen sammeln und kann eben auch sterben. Und in Eden gibt es eben nur einen Kreativmodus. Den haben wir hier auch. Und man kann auch wählen, ob die Welt bei Eden flach sein soll oder normal. Das kann man bei der Minecraft Pocket Edition nicht. Und zwar kann man hier auch noch, wenn man hier, also ich bin jetzt im Kreativmodus, dann drücke ich zweimal auf die Hüpftaste, dann fliegt er eben. Wenn ich auf die Hüpftaste gleichzeitig drücke, mit Pfeil nach oben, dann fliegt er nach unten. Und wenn ich mir die Fliegtaste, also der Knopf in der Mitte, nach unten, dann fliegt er noch nach unten. Hier eben über seine Bräute fliegen. Und hier sieht man eben die verschiedenen Blöcke. Das sind eben 45 an der Zahl. Nein, das sind jetzt mehr geworden. Sind jetzt glaube ich 46, ja, das seht ihr, das sind mehr, und bei Eden gibt es eben bloß 28. Ja, und hier kann man eben, wenn ich jetzt hier Holz will, dann drücke ich hier drauf, dann kommt das hier hin, dann kann ich hier auswählen, was ich will. Will ich jetzt Holz hinbauen, dann mache ich eben so. Jetzt will ich das wieder abbauen, dann bleibe ich drauf. Und es geht im Kreativmodus eben viel schneller, die Sachen abzubauen. Wenn man im Survival-Modus wäre, dann würde man halt die Axt auswählen, die es da gibt. Weil dann geht es halt schneller beim Survival. Kann so man ja nicht mit Holz abbauen. Also halt, es geht langsamer. Im Kreativmodus bei der Minecraft Pocket Edition gibt es eben keinen Tagen und Nacht, eben auch keine Tiere und auch keine Zombies. Ja, und dann gehen wir wieder zu Eden. Da gibt es eben solche Monster. Die kann man an- und ausstellen. Wir haben sie jetzt aus. Ich habe sie angemacht. Das seht ihr, das, da gibt es halt verschiedene. So komische, hässliche Dinge halt. Weiß zwar nicht, was die bringen. Eigentlich nichts. Die kann ich jetzt eben auch so schlagen. Jetzt wird er aggressiv. Und versucht mich zu schlagen. Ja, aber da hat man ja kein Leben. Ja, und man kann die eben auch anbrennen. Und ich kann eben die jetzt hier so, wenn ich den Block raus, irgendein ist egal, und ich drücke auf den, dann habe ich den. Seht ihr das da so? Kann ich den hier eben wieder hinsetzen. Und man kann hier die verschiedenen Blöcke dann auch noch färben. Das heißt, ich
Ich will jetzt die Farbe. Die Farbe. Und dann kann ich hier drauf drücken, dann habe ich das hier eben. Und hier das eben dann noch alles abbauen. Ja, dann habt ihr jetzt die Monster bei Eden gesehen. Dann zeigen wir euch jetzt noch die Monster bei der Minecraft Pocket Edition. Dazu müssen wir in die in eine Welt gehen, die Survival ist. Gehen jetzt mal hier rein. Und zwar kommt in der Nacht kommen die Zombies raus. Kann ich hier jetzt auch ein Schwert auswählen. Seht ihr, ich habe eins gecraftet. Zum Craften kommen wir dann auch später noch, was ja auch neu hinzugekommen ist. Und zwar muss ich jetzt die Zombies einfach töten. Es gibt dann noch keine Betten bei der Minecraft Pocket Edition, ja, das dass heißt man die Nacht überschlafen kann. Jetzt muss man halt durch die Nacht kämpfen oder wie auch immer. Oder man schließt sich halt ein. Und wenn jetzt mich einer berührt, dann seht ihr, jetzt bekomme ich 2 Herzen Abzug. Wenn ich natürlich auch vom Berg runter springe, kriege ich Abzug. Dann sterbe ich eben auch irgendwann. Dann habe ich eben keine Sachen mehr. Ja. Die liegen dann alle am Todespunkt, die kann ich eben dann auch wieder einsammeln. Wie ihr seht, habe ich jetzt nur eine Treppe, die ich dann hinsetze, dann habe ich die eben nicht mehr. Und hier haben wir ein Inventar, das hat 36 Plätze frei, glaube ich. Ja, da kann man dann eben seine Sachen reintun. Es gibt leider noch keine Kisten, wo man dann seine Sachen da drin auch lagern kann. Man kann jetzt eben auch viele Sachen craften. Da seht ihr, es gibt nur noch ein paar Blöcke unendlich, die man halt nicht craften kann. Und zwar ist das die Schere, die wird ja aus Eisen gemacht. Das gibt's aber noch nicht. Es gibt's aber, wenn man abbaut, passiert nichts. Man kann jetzt nur Kohle abbauen. Da kriegt man dann eben Kohle, dann kann man eben Fackeln machen. Und später kommt dann auch noch Öfen, dass man den Ofen beheizen kann, dass man zum Beispiel so Lehm einbrennen kann, dass man eben solche Blöcke bekommt, ja, und dass man dann auch Eisen und Gold einschmelzen kann. Und zwar kann man hier kommen jetzt zum Craften. Da seht ihr, hier gibt es verschiedene Sachen. Also hier kann man jetzt zum Beispiel, das sind halt hier verschiedene Kategorien. Und hier kann man, seht ihr, ein paar Sachen craften. Beispiel, das Ding ist, da seht ihr, was ihr braucht, und zwar 2 Wooden Planks. Da seht ihr, also links seht ihr, wie viel ihr habt, rechts seht ihr, wie viel ihr benötigt, dann drückt ihr drauf, seht ihr, habt ihr weniger Holz und dafür mehr Sticks. Könnt ihr euch eben auch ein Crafting Table craften, den habe ich jetzt schon gecraftet. 4 Holzbretter eben. Und die Holzbretter bekommt man aus normalem Holz. Ja, und jetzt seht ihr, jetzt kann man hier auch schon viel mehr craften mit. Zum Beispiel das kommt man davon, nicht das, das. Die Zäune, die Zäuntüre, die Leitern, die Stones. Dann eben auch noch die Wooden Slabs und dann noch die Holztreppen und ja, und ihr seht, da ist auch immer ein kleiner Text noch dazu. Mhm. Holztüren können aktiviert werden, indem man also halt dagegen schlägt oder mit Redstone. Da seht ihr schon, es gibt zwar noch kein Redstone, das bedeutet auch, dass es noch Redstone geben wird. Irgendwann eben. Und hier seht ihr auch, einen Schneeblock könnt ihr mit 4 Schneebällen machen. Ja, also so wie bei der Computerversion auch, im Inventar kann man ja auch nicht so viel craften wie mit dem Crafting Table halt. Ja, dann werden auch noch Öfen dazukommen, Betten und so. Ja. Aber jetzt sind wir ja beim Jetzt. Ja, und dann kommen wir mal zu den Welten. Zwar in der Minecraft Pocket Edition sind die Welten klein, und zwar gibt es da so einen Rand. Da ist dann einfach ein Rand, da kann man den einfach nicht weiter. Und bei Eden dagegen ist die Welt unendlich. Allerdings gibt es immer mal wieder, muss es dann neu laden. Also da steht dann unten kurz dran Loading und dann kann man sich nicht bewegen.
Dann lädt es halt den nächsten Abschnitt von der Welt, aber sie ist schon endlich. Jetzt hier seht Ja. ihr, kommen wir an den Rand. Aber ich finde, die Welten bei der Minecraft Pocket Edition sehen viel schön aus, da es auch abwechslungsreicher ist, da es hier Wälder gibt, dann gibt es hier Wüsten und dann eben auch Schneelandschaften Ja. und also Gebirge so ein bisschen. Und das gibt es eben in der Eden World bitte eben nicht, da sind immer mal wieder solche Löcher, dann halt ein paar Bäume. Und zwar, weil es hier ja auch in der Minecraft Pocket Edition Tiere gibt, Schafe, Kühe, sieht es einfach auch noch besser aus, da dann auch noch Bewohner sind. Bei der Eden Pocket Edition, bei Eden World Builder sind zwar Monster, aber ich finde die hässlich, weil die eben auch gar nichts bringen. Gehen wir jetzt auch mal zu Eden. Da seht ihr, sind wie gesagt immer solche. Sieht halt immer gleich aus. Immer solche Krater, dann sind da solche Bäume. Ja, aber sonst sieht im Prinzip immer alles gleich aus. Also es ist immer grün halt. Und Da kein seht ihr, Schnee und so weiter. ich muss gerade laden. So. So. Seht ihr da wieder ein Loch? Kommen wieder Bäume. Aber zum nächsten Punkt kommen wir jetzt. Und zwar ein Vorteil bei der Eden World, bei Eden World wird das eben, dass man seine Welten hochladen kann. Kann eben auch von anderen die Welten herunterladen. Ich habe jetzt die Welt ausgewählt, dann drücke ich hier drauf. Dann kann ich halt die Name senden, eingeben. Name eingeben, dann senden. Dann lädst du jetzt hoch. So, das seht ihr, jetzt lädt es die hoch. Ja. Und jetzt gehen wir mal bei runterladen. Das ist der Knopf So, rechts jetzt seht ihr, unten. jetzt ist die Welt da. Jetzt können wir hier auch verschiedene Sachen auswählen. Zwar bei berühmte Sachen, beliebte Welten. Dann kann ich hier auch noch bei Datum. Das heißt, ihr seht jetzt meine Welt. Das heißt also, die neuesten werden hier aufgelistet. Ja, Seht jetzt ihr könnt das ihr alle Datum? möglichen runterladen, wenn man jetzt. 26 Stufen weiter wurden schon viele geladen, wie ihr seht. Dann kann man Ja. eben hier auch noch einen Namen suchen. Jetzt eben meine eingeben oder ich mache mal nur Philipp, sieht man hier auch Ja, dann verschiedene. drück mal auf einen drauf, auf Dann eine kann ich Welt. jetzt mal auf das da drücken, Und dann sieht man jetzt hier so eine Vorschau. dann kann ich die jetzt herunterladen, mache ich aber nicht, ich habe vorher schon eine gerunden und zwar ist das die Welt. Seht, jetzt könnt ihr einfach auch Sachen hinbauen und will und abbauen eben. Ja. Und so kann man natürlich spektakuläre Sachen, Wie ihr seht. Welten entdecken, wie ihr hier sehen könnt. Ja, das, da habe ich schon ein bisschen gesprengt. Damit ihr seht, dass ich hier eben auch alles machen kann. Ja, bei Eden Worldbitter gibt es eben auch keine Türen. Dafür gibt es, was ich gut finde, ja TNT. Gefällt mir immer. Dann kann ich eben hier hinbauen. Dann kann ich hier anzünden und dann explodiert es eben. So, das wird bei der Minecraft Pocket Edition sicherlich auch noch kommen, da das ja immer mehr zur PC-Version wird. Ja, aber was ich nicht glaube, dass Mods hinzugefügt werden Ja, und weil Text. das kann nämlich gar nicht gehen eigentlich, weil das ist ja ein Apple oder zumindest Apple will dann sicherlich nicht, dass man sich die Texture Packs irgendwo runterlädt, weil man kann sich ja gar nichts von irgendwelchen Internetseiten runterladen. Ja, vielleicht findet Mojang da ja eine Lösung, aber ich Also wenn denke jetzt ihr mal nicht. euer Gerät gejailbreakt habt, könnt ihr Texture Packs installieren, wie es geht, weiß ich nicht, weil ich mache das nicht. Weil, ja, auf jeden Fall kann man dann da halt ein paar, habe ich mal gesehen. So. Ja, dafür, also da kann man ja bei Eden kann man ja Welten hoch und runter laden. Man kann auch kein Multiplayer machen. Bei Minecraft Pocket Edition kann man Multiplayer machen, allerdings nicht online, also dass ihr auf irgendwelche Server gehen könnt, sondern im eigenen lokalen WLAN-Netzwerk.
Und zwar, wenn ihr jetzt in der Welt drin seid, dann könnt ihr hier jetzt einstellen, ob der Server besuchbar ist oder nicht. Und zwar schon jetzt sichtbar und jetzt ist schon unsichtbar. Ja, und wenn ihr jetzt noch ein anderes iPod, iPhone oder iPad habt, dann könnt ihr dann im sucht's Hauptmenü das, dann sucht's das halt. Hier auf Join Game. Game, dann wird es da jetzt den Namen anzeigen und dann könnt ihr einfach auf die Welt drauf. So, dann ist so zum Beispiel sozusagen jetzt das iPad der Server und dann könnt ihr da halt spielen. Also mit euren Freunden, und dann, wenn euer Freund rausgeht, kann er auch noch die Welt kopieren. Und zwar steht er halt dran, ob man die Welt kopieren will oder eben nicht, dann kann man es eben kopieren. Auch einen Namen eingeben, dann hat man es eben. Dann könnt ihr immer mit euren Freunden bauen und dann, wenn sie gehen, können die Welt mitnehmen und dann bei sich weiterspielen. Könnt ihr euch ja auch die Welt nicht mehr so gegenseitig zuschicken. Ja. Ja, dann kommen wir jetzt zum Fazit. Also wenn ihr natürlich, also die Minecraft Pocket Edition kostet 5,49 €. Und Eden World Builder kostet halt nur 79 Cent. Dafür könnt ihr halt bei Eden ist für welche, bauen. Die wo halt nur bauen wollen. Also das heißt, ihr habt halt alle Blöcke unendlich und ihr könnt einfach bauen, abbauen. Ihr müsst nichts sammeln, aber ihr könnt halt auch nicht craften. Ihr habt nur die Blöcke zur Auswahl, die halt mitgeliefert werden, die werden auch immer mal wieder in Updates werden welche hinzugefügt. Minecraft Pocket Edition ist jetzt natürlich, hat es einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht zur PC-Version, weil ja jetzt das Hauptelement des Spiels, nämlich das Craften, jetzt auch vorhanden ist. Ja, und da müsst ihr halt nicht nur bauen, sondern ihr müsst davor halt auch die Blöcke abbauen, damit ihr sie halt verbauen könnt. Ja. Ja, und jetzt ja, also der, wo halt die Minecraft vom Computer spielen will, für den, der muss sich natürlich die Minecraft Pocket Edition runterladen. Wie gesagt, einer, der halt nur bauen will, für den ist Eden perfekt. Und ja, also eben wie gesagt, mit dem Craften ist natürlich jetzt das Hauptelement von der Computerversion hinzugefügt worden und wir finden, es ist auch sehr gut gelöst worden mit dem Craften. Und ihr habt ja die Auswahl zwischen Kreativ und Survival, das heißt, wenn ihr in Kreativ geht, gibt es halt keine Monster und keinen Tag und Nacht. Aber ihr habt halt auch alle Blöcke unendlich, das heißt, ihr könnt beliebig craften und auch dann beliebig bauen. Das heißt, ja, da kann man natürlich dann auch beliebig bauen. Und ja, was dann noch fehlt, ist, dass man, also jetzt, man muss ja jetzt die meisten Teile muss man jetzt eben abbauen, dass man sie verbauen kann. Man muss sich jetzt ja auch die Werkzeuge craften, aber was halt noch fehlt, ist die Essensanzeige. Das heißt, wenn ihr eine Kuh, ein Schaf oder ein Huhn tötet, dann droppen die kein Fleisch. Die Schafe tun es ja sowieso nicht, aber die Kühe und die Hühner. Also die droppen halt noch nichts. Aber die Grundlage für das, dass bald auch Leben, dort also Essen dazu kommt, ist natürlich geschaffen, indem halt schon die drei Tiere bzw. die zwei schon hinzugefügt worden sind. Ja, wenn ihr euch mehr für die Minecraft Pocket Edition interessiert, dann schaut euch unser Video an, da zeigen wir alle Features, die hinzugekommen sind seit dem Update. Das ist jetzt hier oben eingeblendet, der Link, und auch in der Videobeschreibung. Dann würden wir sagen, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.